Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Ich war vorhin noch, muss hier kurz das Gewehr ablegen, habe mir extra so ein, ja, also ich hatte das schon ewig in meinem Schrank, aber ich habe es jetzt wieder gebraucht. Aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich so hinlegen. Und ich habe natürlich auch noch eine, ich habe natürlich auch noch einen Revolver. Peng Peng, weißt du? Scheiße, aber den brauchen wir jetzt eigentlich auch. Wir sind heute, wie man es vielleicht erkennen kann, habe leider nur so ein blaues Tuch gefunden, kein rotes. Ich glaube, das ist eigentlich auch egal. Ja, so stressig. Okay, Kopfhörer kommt. Also eigentlich ja nur einer, aber ich nehme immer nur einen. Über welchen soll ich jetzt nehmen? Den. So, oh, das wird jetzt lustig, warte mal. Ja. Okay, höre ich überhaupt was? Ich habe keine Ahnung. Hoffen wir es doch noch mal. Okay. So. Es ist unglaublich, Leute. Okay, so. Gut. Wir müssen heute zum Kotzen, Alter. Naja, egal. Wir, ich weiß gar nicht, was müssen wir als nächstes machen, aber wir haben ein Zeichen, das ist schon mal gut auf der Map. Das heißt, wir gehen dorthin, würde ich mal sagen. Weil ich habe keine Sounds, also praktisch. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Sounds, weil sonst ist es eine scheiße Map. So. Wir müssen nach und zu unserem Camp. Okay, machen wir doch das mal. Man ist natürlich. Wir sehen uns. Echt. Unglaublich. Wir sehen uns beim Camp, Leute. Bis dann. So, Leute, wir sind jetzt hier zurück im Camp. Warte mal hier. Muss jetzt wahrscheinlich aussteigen, ne? Und dann gehen wir doch mal gucken, was diese. John heißt ja, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ist ja eigentlich auch egal. Gucken wir mal, was der denn von uns will. Chill schon mal da unten irgendwo. Ach, Alter, was rempelt die mich einfach an? Und? Ah, hier, lol. Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border? Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, you're pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Okay, dann müssen wir jetzt scheinbar diesen Öltank-Dings holen. Um den Zug zu überfallen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist jetzt, weil wir sind ja noch nicht lange hin. Jetzt haben wir uns langsam hier so ein bisschen was aufgebaut und ein bisschen am Leben. Ich glaube nicht. Also auch so, das geht natürlich nicht, weil wir sind im 18. Jahrhundert oder so und da gab es halt noch kein Handy. Logischerweise. Alter. Okay, geht schon wild los. Ach, war der gerade, ja, genau. Alter, was leckt denn hier jetzt schon wieder? Ah, hier, okay. Wir beide holen? Das ist doch ein Scherz. Oder reicht einer? Ich weiß nicht. Naja, wir holen auf jeden Fall erstmal einen Ölwagen. Und wir sehen uns, wenn wir dort sind. Okay, Leute, wir nähern uns. Warte mal, wir müssen uns unkenntlich machen. Perfekt, oder? Okay. Sieht ein bisschen komisch aus, irgendwie. Aber egal. Hauptsache, man erkennt uns nicht.
Haben wir hier das Tuch? Ich muss kurz gucken. Haben wir hier? Ne, hier haben wir das. Also, warte, die können wir vielleicht nehmen. Ach, wir haben hier nur Dynamit und so weiter, ne? Haben wir nicht? Hey, ich dachte, wir hätten... Doch, hier! Genau, erstmal das Tuch hoch. Oh, warte mal. Oh, okay. Na, den brauchen wir. Was passiert jetzt? Warte, vielleicht sollten wir nicht mit der Waffe dahin. Ach, entschärfen. Ja, nicht, was die sagen, das ist das Problem. So, wieso? Ich habe doch nichts gemacht. Oh Gott, die schießen ja, Alter. Hendo. Wir schießen die auf einmal. Okay, warte mal. Kämpfen wir halt vor allem mit Feuer. Wie man sagt. Oh Gott, was war das für ein Move? Scheiße, okay, ich glaube, wir werden drauf gehen. Ja, wir werden drauf gehen, scheiße. Ich habe meine Waffe nicht ready, wisst ihr? Jetzt habe ich sie ready. Wenn sie nicht. Wenn das auch noch runter ist, ist unglaublich. So. Okay. Ja, komm, mach. Okay, dann würde ich sagen. Sowieso steht da jetzt ein Ölwagen. Wir brauchen ja sowieso zwei, oder? Wir schließen den einfach mal. Nein, nein, nein. Ach, du musst hier bleiben. Hä? Oh, lol. Oh, das war ja easy. Komm, Pferd. Müssen wir den überhaupt wegnehmen? Ich weiß es gar nicht. Das ist gar nicht der Ölwagen. Lul. Wir nehmen einfach jetzt schon auf die Gleise. Okay. Oh Gott, die kommen jetzt mit dem anderen. Oh Gott. Oh, ich habe einen getroffen. Bruder, von wo? Ach so, von da hinten. Bruder, Pferd. Ach, Junge. Einfach, was macht der? Er ist einfach vom Pferd gesprungen. Was ist ein Idiot. Gut, ja, das habe ich auch gemerkt. Aber eigentlich können wir doch jetzt immer weiter spielen, oder nicht? Digga, ist immer so lange, ey. Ich weiß es nicht. Scheinbar war es nicht der Ölwagen. Scheinbar müssen wir uns jetzt eine fette Schießerei gönnen. Achso, wir sind hier. Also, ganz komisch. Oh, lul. Boah, okay, alles gut gegangen. Boah, wie es plötzlich runterging, Alter. Aber kein Problem. Wir. Ja, auch so nervig. Okay, das ist ein Ölwagen, oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Wo steht er denn da? Vielleicht sollten wir sneaky machen. Das ist ein bisschen unauffälliger. Was wäre denn, wenn wir das Pferd hier an diesem Baum anbinden? Lass das mal. Oder wir lassen es einfach so. Dann könnten wir doch, ich weiß nicht, sollten wir durch den Haupteingang rein oder nicht? Wir könnten uns natürlich auch mit dem Messer hinten reinschleichen und alle von hinten abstechen. Töten, töten, töten. Oh, ich hasse es. Egal. Oh, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen auffällig. Wie er sich auch versteckt hat. Lol, das war ja so lost. Okay, toll. Dann ist sowieso komplett vergeben. Oder ich sehe halt auch nichts. Gibt es da nicht Nachtsicht oder so? Oh Gott, da steht ja einer. Ja, toll. Meine Maske ist runtergerutscht, toll. Aber das ist so schwierig, Bruder. Ich weiß nicht, ob ich da einfach reinrennen soll und dann einfach wieder weg. Also ich muss ja wahrscheinlich, weil sonst funktioniert das ja offensichtlich nicht. Oder vielleicht hätte es funktioniert, wenn ich mich nicht so schlecht versteckt hätte. Aber ich bin halt auch im versteckten Spielen einfach nicht der Beste.
Mal leid, mal leid. Okay. Ja, was ist denn das? Unglaublich. Okay. Ich würde sagen, wir probieren es doch nochmal mit dem Messer, oder? Der Dude ist nicht mehr hier. Was, ich kann... Weiß nicht, soll ich warten, bis die um die Ecke kommen, dann direkt abstechen? Ne, weil der andere zielt auf uns. Alter, was? Bruder, geh doch in Deckung. Ey, mein Typ ist aber auch unfähig as hell. Geh doch in Deckung. Ja, jetzt. Ich hab die nix gesehen. Toll, was machen wir jetzt? Wir könnten Dynamit reinschmeißen. Wir haben noch ein bisschen Dynamit. Junge, ist... Ich bin aber auch der schlechteste Spieler, den es gibt. Und mein Revolver ist kaputt. Und ich habe meinen Hut verloren. Voll. Ja, komm, ich habe auch nur noch 2 Schüsse. Scheiße. Ja, toll, wir sollten vielleicht auch wirklich mal noch Schüsse in Ausschau halten. Okay, wir... Das ist dein Ernst? Geh doch da hoch, Alter. So. Wir nehmen uns das Pferd, rennen einfach rein, holen uns so einen Ölwagen und hauen wieder. Ich glaube, besser wird es nicht mehr. Aber es ist halt auch so dumm, dass wir in der Nacht angreifen. Also eigentlich nicht, aber... Wir halt nix. Nachtsichtgerät wäre halt, wie gesagt, echt praktisch gewesen. So. Und wir gehen jetzt nochmal, oh Gott. Und sorgen auf der Wache. Nils, wir waren gerade. So. Oh Gott, wieso schießen denn die? Ich habe damit mit denen ausgehandelt. Ja, das ist ja zu schwierig, dieses Spiel. So Leute, es gab jetzt einen kleinen Unterbruch, aber das ist kein Problem. Wir machen jetzt weiter. Warte mal, ich muss kurz... So. Und jetzt halt ein bisschen besser. Wir haben ja immer noch dasselbe Problem. Kopfgeld auch immer noch. Das ist sehr dämlich. Aber egal. Hier rutscht hier wieder alles runter. Es ist zum Kotzen, Alter. Zum Kotzen. Naja. Warum hält das denn auch nicht? Wie haben die das gemacht? Früher. Ich habe auch keine Munition mehr, merke ich gerade. Sorry. Heißt, einfach reinpushen. Oh, Digga. Alter. Was ist denn? Einfach rein, einfach überrennen. Oh, tut mir leid. Absteigen. Digga, was macht er denn auch so lange? Aufsteigen. Och Gott, sehr toll. Also ganz ehrlich, wie soll das denn gehen? Mach jetzt mal endlich vorwärts, ey. Bin salty, warte mal. Vielleicht könnten wir es kurz neu binden. Ja. Jetzt soll es wieder halten. Ja, ich würde jetzt einfach. Wieso habe ich denn jedes Mal mehr Kopfgeld? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Wir reiten jetzt einfach jedes Mal volle Kanne rein und sehen dann, was, ja, was passiert, ne?
in diese Haare. Das ist vielleicht das Riesels Lösung. Wir verscheuchen den. Dann schnappen wir uns den. Kommt, kommt, kommt. Alter. Aua. Wir zwei Ölwagen holen. Ich hoffe es nicht. Hm? Genau, jetzt haben sie sich auch wieder ein bisschen beruhigt. Bevor das die jetzt kommen, schnappen wir uns einfach diesen Ölwagen und fahren. Hm. Weiß halt jetzt nicht, was mit, unserem Pferd passiert. Ja, komm, jetzt gib mal ein bisschen Gummi hier. Wo müssen die hinbringen? Vorne ist ein Punkt. Warte. So. Warte mal, wo bin ich denn gerade? Bin hier oben und muss die hier runterbringen. Das wird dann lustig. Okay, Leute. Wir sehen uns, wenn ich dort bin. So, Leute. Wir sind jetzt hier. Komm, jetzt mach doch. So. Ah, okay. Wir müssen schon mal doch mal ein. Oh ne, man fährt jetzt immer noch dort hinten. Jetzt warten wir. Unser Pferd ist noch hier. Wir müssen jetzt John halt Bescheid sagen. Was machen wir jetzt? Dummerweise hat er auch hier die Pferde weggescheucht. Auch nicht unbedingt schlau ist. Ach, Mensch. Was machen wir jetzt? Du da, weißt du, bist ein Elch? Alle, what? Okay. Aber hier ist ein Stall. Oh, klopf, klopf. Ich hab nicht meinen Sattel verloren, ich habe mein Pferd verloren. Mein Pferd den Besitz verhalten. Zurückholen. Oh, zum Glück. Oh, ey, wenn ich das jetzt zurücklaufen hätte müssen, wäre anders belastet gewesen. So, wir haben ja hier wieder unseren Hut, genau. Haben wir nämlich kurzzeitig verloren gehabt, aber das ist kein Problem. Wir reiten jetzt zum Camp und sagen schon Bescheid. Bis dann. So Leute, wir sind jetzt zurück hier in unserem Camp. So. Wir gehen jetzt direkt zu John und sagen, dass das der Wagen auf Position ist und dann können wir in der nächsten Folge wahrscheinlich weitermachen. Oh, da ist eine Gitarre, oder? Da ist ja noch Jovier. Oder das ist Jovier. Was ist das denn? Eigentlich können wir. Ist das hier so ein bisschen verhakt? So, eigentlich können wir jetzt den Ding wieder runter machen. Ich meine hier. Denkt das jetzt jemand? Wir setzen uns kurz hin.
Noch, weil ich's kann. Dann würde ich sagen, was hat mit dieser Folge Red Dead Redemption 2? Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es doch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Lonesome Cowboy.